So, dieses Mal wollen wir Kosmonetanalyse mit Kapka machen. Kapka ist kein eigenständiges Programm, sondern ein Plugin oder Add-in, wie es bei Microsoft heißt, für Microsoft Excel, das von Thorsten Madsen erstellt worden ist. Wir sind also direkt von einem Archäologen werden wir versorgt. Und es kann auf seiner Homepage heruntergeladen werden unter dieser Adresse. Unter Download. Und es gibt zwei Versionen, einmal für Excel 2003, einmal für Excel 2007. Neuere Excel-Versionen werden nicht so direkt unterstützt. Ältere Versionen lassen sich teilweise benutzen. Ich habe Excel 2002, Excel XP hier laufen. Damit geht diese Version für 2003 ein bisschen hakelig, aber es funktioniert grundsätzlich. Da es ein Add-in ist, lädt man es herunter und muss es dann an eine spezielle Stelle spielen, damit das Ganze funktioniert. Ich lade die Kapka-Version für 2003 herunter, finde sie in meinem Download-Ordner, entpacke alles, was da drin ist. Und wir finden hier einerseits ein Handbuch, einen kleinen Text über multivariate Datenanalyse mit CAPCAM allgemein, ein paar Beispiele, eine DLL-Datei, die man teilweise braucht, und ein README-First-Dokument, in dem wir die detaillierten Installationsanweisungen finden können, zum Beispiel für Office 2007, aber auch für Office XP und 2003, das wir jetzt hier benutzen. Es wird gesagt hier, dass wir das Add-in selbst, Kapka XLA, eine bestimmte Stelle spielen sollen. Und zwar unter Microsoft Add-ins. Das werden wir einfach mal tun. Ich kopiere mir diese Datei und Sie finden die Stelle, wo es hin soll, unter Ihren Dokumenten und Einstellungen, der jeweilige Benutzername. Hier gibt es den Ordner Anwendungsdateien. Das ist ein versteckter Ordner. Gegebenenfalls, weil Sie keine versteckten Ordner bisher sehen können, können Sie über Extras Ordneroptionen Ansicht hier die Anzeige von versteckten Dateien und Ordnern aktivieren. Dann werden sie so hinterlegt dargestellt. Hier drunter den Ordner Microsoft suchen. Hier gibt es einen Ordner Add-ins und da kommt das entsprechende Plugin dann rein. Gut, das ist sozusagen Schritt 1 der Installation. Ich öffne jetzt einmal Excel gleich mit einem Datensatz, den ich schon vorher bereinigt habe. Und kann unter Extras Add-ins über Durchsuchen Kapka auswählen. Ich hatte das vorher schon mal installiert, deswegen werde ich gefragt, ob ich das ersetzen soll. Das möchte ich und wir haben Kapka hiermit in die verfügbaren Add-ins eingefügt und es ist auch gleich aktiviert, sodass wir es benutzen können. Und es findet sich jetzt unter Extras hier der Punkt CA, PCA Analysis. Das ist das der Menüpunkt, mit dem man Kapka starten kann. Ich habe jetzt bei meinem Datensatz neben den bereinigten Daten am Ende eine weitere Spalte eingefügt, die eine zeitliche Abschätzung meiner Grabenwerke darstellt, die wir später als Gruppierungs- und Klassifikationsvariable benutzen werden. Gut, um jetzt Kapka zu starten und es zu benutzen, um eine Korrespondenzanalyse zu machen, Extras und CA, PCA-Analysis anwählen. Und wir landen auf einem Dialogfenster, wo wir den Raum angeben müssen, wo sich unsere Daten befinden, beziehungsweise zuerst, wo sich unsere Objektnamen, also die Fundstellennamen, befinden. Und hier tippt man die Feldbezeichnung von Excel ein. Also in diesem Fall sind unsere Objektnamen in dieser Spalte.
starten bei A2 und enden bei A48. Demzufolge kommt hier rein A2 bis A48. Das gleiche jetzt für unsere Variablennamen. Die starten bei B1 und die eigentlichen Variablen enden bei Y1. Also wird das hier auch so eingetragen, B1 bis Y1. Unsere Werte, die für die Korrespondenzanalyse dann benutzt werden sollen, befinden sich hier von B2 bis Y48. Und damit haben wir den Rahmen eigentlich schon gesetzt für die Korrespondenzanalyse. Jetzt können wir weitere Dinge hier angeben. Einerseits können wir Gewichtungen zu den einzelnen Objekten, also zu den einzelnen Fundstellen, hinzupacken und Gewichtungen zu den Variablen. Das beeinflusst, wie stark sie letztendlich in die Analyse eingehen werden. Das werden wir hier nicht benutzen. Wir können angeben, ob sich unsere Variablen in den Spalten oder in den Zeilen befinden. Bei mir befinden sich die Variablen in den Spalten. Und wir können Klassifikationsvariablen angeben, Klassifikationsspalten. In diesem Fall habe ich meine Zeitangabe als Objektklassifikation. Das wähle ich aus. Und die entsprechenden Angaben befinden sich hier unter Z2 wiederum bis Z48. Das gleiche könnte man für die Variablen machen. Dann hätte man eine weitere Zeile, in der die Variablenklassifikation drinsteht, und dort könnte man seine Variablen auch entsprechend gruppieren, damit sie dann separat zusammengefasst dargestellt werden. Was wir weiter eingeben können, ist, wie viele Eigenvektoren wir kalkulieren wollen, also wie viele Dimensionen die Lösung unserer Korrespondenzanalyse haben soll. Wir sind in diesem Fall mit 3 zufrieden, aber hier kann man sich auch mehr oder weniger Dimensionen ausgeben lassen. Dann gibt es bei Kapka die Möglichkeit, die Bereinigung der Daten von Kapka selbst durchführen zu lassen, indem man hier angibt, wie hoch die Minimumsumme für Objekte und die Minimumsumme für Variablen sein soll. Das wird in diesem Fall ist die Standardanstellung 1. Ich würde sagen, man sollte diesen einen Wert auf 2 erhöhen, wenn man Kapka das Ganze selbst durchführen lassen will, damit man sicherstellt, dass pro Spalte 2 Fundstellen, pro Variable 2 Fundstellen belegt sind und umgekehrt pro Fundstelle auch 2 Artefakttypen oder je nachdem Variablen vorhanden sind. Weiterhin gibt es hier die Möglichkeit, eine Seriation auf Basis der Korrespondenzanalyse-Ergebnisse sich ausgeben zu lassen. Das wollen wir in diesem Fall auch mal anhaken. Neben den Korrespondenzanalyse-Funktionen bietet Kapka auch die Möglichkeit, eine Hauptkomponentenanalyse, PCA, durchzuführen oder eine multidimensionale Skalierung, MS. Wir konzentrieren uns hier aber jetzt auf die Korrespondenzanalyse. Nur diese Möglichkeiten bestehen in Kapka auch. Gut, wir haben unsere Objektnamen vergeben, unsere Variablennamen und festgelegt, wo unsere zu korrespondenzanalysierenden Daten sich befinden und alle anderen Werte eingetragen. Um diese müssen wir uns nicht kümmern, da der Datensatz bereits vorher bereinigt worden ist. Ich kann also einfach die Korrespondenzanalyse starten und es passiert einiges im Hintergrund. Es werden neue Excel-Tabellen angelegt, in denen unsere Ergebnisse stehen, und wir bekommen hier einen weiteren Knopf angezeigt, Go to Diagrams, um uns die Diagramme noch ausgeben zu lassen. Das machen wir auch gleich. In diesem Dialogfenster legt man fest, welche Plots, welche Diagramme man angezeigt bekommen möchte, welche Achsen gegen welche dargestellt werden sollen. Ich beschränke mich jetzt hier nur auf einen Plot, aber man kann sich eben auch die anderen Achsen zusätzlich ausgeben lassen. Man wählt, ob man die Variablen angezeigt bekommen möchte, die Objekte angezeigt bekommen möchte und oder ob man Variablen und Objekte gleichzeitig auf einem Plot angezeigt bekommen möchte. Ich wähle hier alle 3 Varianten jetzt aus. Und ob man die Variablennamen sehen möchte,
Das möchten wir und die Objektnamen auch. Das möchten wir auch. Zusätzlich kann man, dazu kommen wir später, die Klassifikationen noch anzeigen lassen und die Inertias. Aber uns reicht erstmal diese Standardeinstellung sozusagen, ein Plot bzw. eine Achsenkonfiguration, einmal die Variablen, einmal die Objekte und beides zusammen mit jeweils den Namen dargestellt. Klick auf Make Diagrams und im Hintergrund werden die entsprechenden Diagramme erstellt. So, damit ist die Cross-Mini-Analyse hier eigentlich auch schon abgeschlossen, aber wir schauen uns mal an, was Kapka für uns produziert hat. Zum einen unsere Tabelle, umgewandelt in ein für Kapka sinnvolles Format, mit dem dann die Daten analysiert werden sollen. Hier stehen unsere Nullen und Einsen wieder drin, hier stehen unsere Objektbenennungen, Klassifikationen drin. Hier hinten wird das zusammengerechnet, wie die Summen und die Nicht-Null-Objekte sich verteilen. Das ist das, was wir im Grunde genommen von Hand auch machen können. Eben, es dient dazu, um den Datensatz zu bereinigen. Das haben wir in einer anderen, habe ich in einem anderen Video schon erläutert. Und das Gleiche ist hier unten zu finden für die Variablen. Also einfach nur eine Umsetzung unserer Matrix. Was wir auch finden, ist eine Seriation des Matrix, in dem die Objekte und die Variablen angeordnet sind nach dem ersten Eigenvektor der Korrespondenzanalyse. Entsprechend also seriiert, je nachdem, wenn jetzt hier ein zeitlicher Faktor zum Beispiel drinstecken würde, und das ist in diesem Fall wahrscheinlich, finden wir das älteste oder jüngste oben. Und umgekehrt das älteste oder jüngste unten. Zu unseren Diagrammen. Wir sehen also hier in einem Excel-Diagramm einerseits die Variablen, gekennzeichnet durch ein rotes Dreieck. Das sind die Variablen, die wir mitgegeben haben. Und unsere Objekte, also unsere Fundorte, hier aufgelistet in dem Plot. Das gleiche nochmal in dem Plot, wo wir nur die Objekte sehen. Das gleiche nochmal in dem Plot, wo wir nur die Variablen sehen. Wir bekommen auch die einzelnen Koordinaten hier ausgegeben. Für unsere Fundorte, für unsere Variablen. Und zwar jeweils auf der ersten und zweiten Achse. Und grundsätzliche Statistiken zu unserer Korrespondenzanalyse. Das hier ist ein iterativer Algorithmus. Und wir finden hier die Eigenwerte der drei Achsen, die wir uns haben anzeigen lassen, und die Eigenwertanteile der Achsen, sodass wir hier wieder abgleichen könnten, wie viel Informationen tragen die einzelnen Elemente, die einzelnen Achsen, die einzelnen Dimensionen. Wir kommen hier wieder auf unsere ungefähr 36% Erklärungsbereich für die ersten beiden Achsen der Korrespondenzanalyse. Und wir bekommen auch den Erklärungswert für die einzelnen Variablen hiermit ausgegeben, sowie den Erklärungswert, also die Inertia, für die einzelnen Fundstellen. Und das Ganze nochmal als Qualität der Korrespondenzanalyse in Prozenten und Masse angegeben. Gut. Ich hatte ja vorhin noch eine Klassifikationsvariable für die Objekte mitgegeben, diese Zeit. Die können wir uns in dem Plot auch anzeigen lassen, indem wir das hier anwählen. Das Fenster ist ja noch offen. Wenn ich jetzt auf Make Diagrams klicke, werden diese erneut erstellt. Und wir können sehen, für unsere Variablen hat sich nichts verändert, aber unsere Fundorte, unsere Objects sind jetzt klassifiziert in grün für Angabe 2, Zeithorizont 2, gelb für Zeithorizont 1 und blau für diejenigen
in denen ich keinen Zeithorizont mitgegeben habe. Und durch diese Klassifikation kann man sehen, dass ich hier auf der linken Seite die Objekte gruppieren, die für die Zeithorizont 2 angegeben worden ist, auf der rechten Seite die für Zeithorizont 1. Also wir haben hier offensichtlich tatsächlich so etwas wie einen zeitlichen Vektor drin. Wir können uns auch die Inertia anzeigen lassen. Das schließt sich mit den Klassifikationen aus, weil die auch entsprechend über einen Symbolcode wiedergegeben werden. Inertia für die Objekte und Inertia für die Variablen. Wenn wir das durchführen, dann wird uns angezeigt mit einem unausgefüllten Dreieck Variablen, die einen geringen Inertia-Beitrag haben, mit einem ausgefüllten Dreieck diejenigen, die einen hohen Inertia-Beitrag haben, und das gleiche für die Fundorte. In unserem Datensatz hier sind die meisten Variablen diejenigen, die einen hohen Inertia-Beitrag leisten, also die die Korrespondenzanalyse dominieren und das Ergebnis der Korrespondenzanalyse am stärksten beeinflussen, wohingegen bei den Fundstellen dieser Einfluss relativ gering ist bei allen. Es gibt hier eine Ausnahme. Ansonsten ist der Inertia-Beitrag bei den Objekten hier relativ gleichmäßig verteilt. Hiermit kann man abschätzen, zum Beispiel, welche Faktoren einen stark ordinierenden Einfluss auf die Lösung haben, also welche die den Datensatz am besten beschreiben und am stärksten bestimmen. Und wiederum bekommen wir den Plot für nur die Variablen, den Plot nur für die Objekte und die entsprechenden Koordinaten für die Lösung mit ausgegeben. Das ist es im Grunde genommen mit Kapka. Wir haben hier also die Möglichkeit, zusätzlich zu dem, was bei Pass zum Beispiel möglich ist, diese Klassifikation mit anzugeben, was ein sehr nützliches Hilfsmittel ist, um einen Überblick über den eigenen Datensatz zu bekommen und gegebenenfalls schon Vorinformationen mit einzuspielen, die dann über die Korrespondenzanalyse abgeglichen und überprüft werden sollen.